Kapitel 3. Warum hat Graf Olaf ein Auge auf seinem Knöchel tätowiert? Warum wurde dieses Gebäude verlassen? Was folgt, ist eine Mitschrift der Versammlung des Gebäudekomitees von am April. In Anwesenheit waren J, L, M, R, R, M, L, K, D, S und I. Anmerkung: Die Namen der Teilnehmer werden in ihren Anfangsbuchstaben ihres Vornamens angegeben, außer I, das steht für ich. Einige der anwesenden Leute hatten denselben Anfangsbuchstaben, wodurch man der Mitschrift etwas schwer folgen kann, aber egal. Der Kodex von FF gibt an, dass dieses Protokoll von niemandem gelesen werden darf, der nicht an der Versammlung teilgenommen hat. Geräusch eines schlagenden Hammers. M. Hiermit rufe ich diese Versammlung zur Ordnung. Ist die Sekretärin bereit, das Protokoll zu transkribieren? J. Das bin ich. M. Wir werden mit dem Namensaufruf beginnen. Wird der Vizekanzler bitte die Komiteeliste verlauten, um zu sehen, ob irgendjemand fehlt? R. Das werde ich. Bitte antworten Sie, wenn ich Ihren Namen sage. J. J. Ja. R. J. J. Ja. R. M. M. Ja. R. M. R. Ja. M. K. K. Ja. R. K. K. Ich sagte bereits ja. R. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gehört. D. D. Ja. M. D. Repräsentieren Sie L oder sind Sie als eigenständiger Agent hier? L. Ich bin hier, also gibt es keinen Grund für D, mich zu repräsentieren. R. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. L. L. Ja. R. L. Oh, ich habe ja gerade mit Ihnen gesprochen. L. Entschuldigen Sie. S. S. Ja. R. 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 Ja. R. Und R. Das bin ich. Jeder ist ausgewiesen, M. M. Sehr gut. Lasst uns beginnen, indem wir unser Gelübnis rezitieren. J, L, M, R, R, M, L, K, D, S, J. Die Welt ist stille hier. M. Sehr gut. Jetzt, bevor wir zu der Angelegenheit kommen, die klar auf der Hand liegt, habe ich ein paar Ankündigungen zu machen. Heute Nacht um 19 Uhr werden wir uns in der Lobby des Gebäudes, zwei Türen weiter von diesem, treffen, um zur 7:30 Vorstellung von Werwölfe im Regen, bei dem Dr. Sebald Regie führte, zu schreiten, um seine verschlüsselte Nachricht zu erhalten. Morgen Vormittag um genau 9 Uhr ist die monatliche Prüfung für die Neulinge R, L, K, B, J, E und G. Deshalb wird die Kartografiestunde von der Prüfungshalle in den Skulpturengarten gelegt. R. Was sowieso viel hübscher ist. M. Nun ja. Was uns zur klar auf der Hand liegenden Angelegenheit bringt. L. Was liegt auf Ihrer Hand? M. Nein, das meinte M nicht, L. Klar auf der Hand liegen ist eine Wendung, die hier bedeutet, die offensichtliche Angelegenheit, wegen der wir uns versammelt haben, um sie zu besprechen. Wenn du älter wirst, werden diese Redensarten leichter zu verstehen sein. J. Kann mir jemand den Brandy rüberreichen? M. Bitte fahren Sie fort, M. M. Danke. Ich fürchte, dass wir unser Hauptquartier ein weiteres Mal umlegen müssen. R. Nein! D. Das kann nicht sein, nicht jetzt schon! M. Ich fürchte, es könnte bereits zu spät sein. D. Unsere Spione beim Tagespedanten berichten uns, dass G unsere Adresse in ihrer Kolumne geheime Organisation, über die sie Bescheid wissen sollten, veröffentlichen könnte. J. Aber es sollte niemand von unserer Organisation wissen. M. Das ist genau M's Punkt. Wir müssen unseren Standort ein weiteres Mal wechseln. R. Das wird langsam absurd. R. Ich stimme zu. Ich bin 9 Jahre alt, aber ich bin besorgt, dass diese Art der Zerrüttung ernsthaft unsere jüngeren Mitglieder beeinflussen wird. R. R hat recht. Wir dringen den Häusern von Leuten ein. J. Wir holen uns erst die Erlaubnis. L. Lass sie zu Ende reden. R. Ich werde zu Ende reden. Wir dringen in Häusern von Leuten ein, nehmen junge Kinder, die außergewöhnliche Fähigkeiten im Beobachten und oder Notizen machen zeigen, und isolieren sie für eine lange Zeit von den Menschen, die sie kennen. Wir unterstellen sie Fremden und verteilen sie über den Globus. Sie führen Aufträge aus, die verwirrend für sie sind, bis ihre Knöchel verheizen, bis wir wissen, dass man ihnen vertrauen kann und bis wir wissen, dass niemand mehr nach ihnen sucht. Dann endlich bringen wir sie ins Hauptquartier, damit sie die Fähigkeiten erlernen, die sie brauchen, bevor sie zurück in die Gesellschaft geführt werden, um sicherzustellen, dass die Welt, wie wir sagen, stille bleibt. K. Und gelöscht. R. Aber wenn wir überdies den Trainingsprozess stören, riskieren wir, die Neulinge noch mehr zu verwirren. Morgen Vormittag zum Beispiel sind unsere monatlichen Prüfungen. Wenn diese jungen Menschen die ganze Nacht wach sind, um uns zu helfen, die ganzen Romane, Schlafsäcke, Karaffen, Kameras, Akten, Verkleidungskoffer, Karten, Kaffeemühlen, Blaupausen, Codebücher, Angelrouten, Notizbücher, falsche Speisekarten, Briefumschläge, Korkenzieher, Vogelführer, Bürozubehör, Goldfischgläser, falsche Karten, Gartenschläuche, Vergrößerungsgläser, Musikinstrumente, Netze, Stromkabel, Schmuck, Werkzeugkästen, Spektroskope, Projektoren, Haustierfutter, schwere Wintermäntel, Spielkarten, Vorhänge, Kaviarlöffel, Schlossknacker, Seile, Klapptische und Sitzkissen, Wörterbücher und Atlanten, Käfige, Essstäbchen, Fahrräder, Enterhaken, Segelausrüstung, Konservendosen, Vorratstanks, falsche Adressbücher, falsche Blaupausen, Telegrammapparate, Rauchkanister, Gebäudefassaden, falsche Kaffeemühlen, Verkleidungskoffer. J. Verkleidungskoffer hast du bereits gesagt. R. Wenn Sie die ganze Nacht wach bleiben, um all dieses Material zu einem neuen Hauptquartier zu bringen,
vorausgesetzt, wir finden eines. Wie glauben Sie, werden Sie in der Prüfung abschneiden? Wie wir von S-Bericht über die Proof of Privatschule wissen, wenn junge Menschen nicht genug Schlaf bekommen, leidet ihre Arbeit darunter. Jemand könnte beispielsweise wesentliche Informationen über den exakten Standort des Autos vergessen, das wir benutzen, um wichtige Akten zu lagern und Nachrichten zu überbringen. Eine interessante Idee. Oder Sie könnten den Sebald-Code vergessen und denken, dass es 8 unverschlüsselte Wörter zwischen jedem verschlüsselten Wort sind, anstatt 10. Das Geheimnis der Zuckerdose könnte Ihnen komplett entfallen. Dies könnte zu gravierenden Missverständnissen führen während der verschlüsselten Kommunikation. Und das können wir uns nicht leisten. M. Weder können wir uns leisten, entdeckt zu werden. Wenn unser Standort im Tagesbedarf enthüllt wird, wird das Gebäude wahrscheinlich bis zum Ende der Woche zerstört sein. J. Aber wie hat diese schreckliche Reporterin unseren Standort entdeckt? Wir haben vor langer Zeit schon damit aufgehört, unser Zeichen draußen auf unsere Gebäude zu schreiben. Und wir haben seit einiger Zeit auch kein grünes Holz als Baumaterial verwendet. M. Wir haben keine Zeit herauszufinden, wie wir herausgefunden wurden. J. Im Gegenteil, M. Es ist fast zu spät herauszufinden, wie die Reporterin es herausgefunden hat. Es ist Zeit, dass wir hier in einer offiziellen Versammlung sagen, was wir uns seit einiger Zeit im Stillen gegenseitig gesagt haben. Ein Feind hat unsere Reihen infiltriert. K. Infiltriert? J. Infiltriert ist ein Wort, das hier bedeutet, hereingeschlichen, ohne dass wir es merkten. K. Ich weiß, was das Wort bedeutet. Als ich sagte infiltriert, meinte ich, glauben Sie das wirklich? Das kann nicht sein. R. K hat recht. R. Nein, J hat recht. R. K. R. J. R. K. R. J. R. K. R. J. M. Genug! Wir können das dann anders besprechen. J. Es tut mir leid, N, aber wir sollten das jetzt besprechen. Seitdem ich der Organisation beigetreten bin, waren wir gezwungen, von insgesamt 7 Hauptquartieren zu fliehen. Zuerst lernte ich jeden von ihnen, außer L natürlich, im 1485 Columbia-Weg kennen, welchen wir fast sofort verlassen mussten, zugunsten für dieses Backsteingebäude mit den zottligen Hecken. 2 Monate später entdecken wir jemanden, der Fotos machte, während 2 unserer Agenten und 2 völlig Fremde draußen entlang gingen. Deshalb mussten wir alles in das Gebäude mit den 2 runden Türmen bringen, in einem Viertel, das so neblig war, dass alle unsere Sonnenblumen starben und wir mussten dieses bestimmte Experiment einstellen. Dann weckte uns M mitten am Nachmittag auf, um das neblige Gebäude zu verlassen für ein neues Hauptquartier, versteckt im Versailles-Postamt, nur um ein Jahr später in ein konkurrierendes Postamt zu fliehen. Von da an beschlossen wir, in den Untergrund zu gehen, beginnend mit dem Tunnelnetzwerk, das wir unter diesem Laternenmast graben mussten. Doch unsere Spione beim Tagesbedarf rieten uns, ein neues Hauptquartier unter der verlassenen Hütte im nordwestlichen Gebiet des Finsterwaldes zu graben. Wer weiß, wie viel Information und Ausrüstung wir beim mehrfachen Verpacken und Auspacken verloren haben. Wer weiß, wie viel wertvolle Zeit für immer verloren ist. Es gibt nur eine Erklärung, warum unser geheimer Standort wieder und wieder entdeckt wurde. Ein Mitglied von FF, vielleicht sogar jemand in diesem Raum, hat uns verraten. E. lacht. O. In der Tat, meine Damen und Herren, vielleicht hat sogar jemand in diesem Raum euch verraten. M. O. K. Und E. Wir haben euch nicht gesehen dort hinter dem Puppentheater. M. E und O. Keiner von euch ist bei dieser Versammlung willkommen. O. Genau genommen ziehe ich es vor, T genannt zu werden. M. Wir werden dich überhaupt nichts nennen. Bitte verschwinde sofort. E. Wir gehen nirgendwo hin, ihr Dummköpfe. O. Seht euch das an. Keuchen von einigen Leuten. L. Bei Gott! M. Tu das sofort in den Kasten zurück! O. Nicht, bis ich die folgenden Forderungen erteilt habe. Wie vorgegeben, wird diese Mitschrift in separaten Hälften gelagert. Die erste Hälfte endet hier und wird in meinen Akten bleiben, zusammen mit den zugehörigen Fotos und einem Bericht über einen möglichen Neuling. Die zweite Hälfte wird zwischen Seite 302 und 303 in einem Exemplar von Ivan Seufzer, Erforscher eines Sees, versteckt. Einer wirklich ermüdenden Biografie, die wahrscheinlich niemand lesen wird. Das Buch wird unter jemandes Bett versteckt. Fenster einfach von Spitze des Baumes zu erreichen. 485 Columbia Weg. Völlig Fremde. W. H. O. A. B. Lasst uns hier graben. Wer weiß, wie viel Information und Ausrüstung wir beim mehrfachen Verpacken und Auspacken verloren haben. Snicket. Lieber J., anbei sind einige Fotos des Neulings, über den wir letztens gesprochen haben. Es wird immer schwieriger und schwieriger, heutzutage auf Spielplätzen herumzuschleichen und Fotos zu machen, ohne dass es jemand merkt, aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, diese 3 Einstellungen zu bekommen. Wie du sehen kannst, scheint das Subjekt körperlich erfahren genug zu sein und hat ein erstaunliches Verlangen, sich selbst gegen Feuer zu schützen. Sobald ich prüfen kann, in welcher Stadt er ist, ist es mir möglich, mehr über Informationen über seine mögliche Rekrutierung zu liefern. Nehmen.